Daddy's back, you bitches! Malaywa! Daddy's Talk back, you Dila. Bitches! Falanga! Dave, come on! Nero! Nathan! Come on! Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ignore him! Come on, we gotta get this thing ready before we talk. Let's go! Der amerikanische Traum. Oh yeah! There she is! Liberty City! Yeah. You ever been? No. Crazy place, Nico. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big, own a nice place, get a dog, a house, live the dream. Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love, house, women, cars, parties. He writes me these wild emails, and after I got into trouble, I thought maybe, Then I got this gig, and I spend the next 7 months with you fine people, and I forget. Nico Bellic und Pete, Hand in Hand. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. So I did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. In Let's Play, Grand Theft Auto 4. Mit grafischen Verbesserungen. Modliste in der Beschreibung. Hey, Entschuldigung, der amerikanische Traum. Sag ich doch. Der amerikanische Traum. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten und da kommt auch schon unser Cousin. Nico, my cousin! Hey. I can't believe you're here! Welcome to America! Bravo, Barazzaru! What? Good to see you, man. What? You forget our language? Capusi? Maybe a little. I've been here 10 years. You could speak English. Remember, we learned of the English girls with the big... A little. I'm not so good. You'll be fine. Better than my Serbian. Ah! So good to see you, cousin. I can't believe you made it. Shit. I have to tell you. It was quite a night last night. Two women. The land of opportunity. Ah! I've made it! Na, du hast es geschafft, Roman. Du hast es einfach nur drauf. Shit, man, I'm still a touch drunk. A touch? My cousin is here! We got to rule the world! Come on, come on, relax. What up, buddy? Just take over the world someplace else, yeah, all right? Yeah, buddy! You're in the goddamn world! Screw you! Screw you all! On, my cousin is here! Nico Bellic! He's the fucking man, bitches! Roman, come on, let's go. To the mansion, huh? Yes, the mansion! Maybe you should drive. Oh, maybe I should. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? Hey, it's in the shop. Come on! Mit Sicherheit sind da geile Sportswagen. Third place on Mohawk. He's just up the road. I'll let you know when we're there. Ein paar Informationen zu diesem Let's Play von der Insel in die Großstadt, auch wenn Far Cry 3 noch läuft. Aber GTA 5 hat mich so heiß gemacht, dass ich GTA 4 nochmal erleben wollte, weil das schon so lange her ist. Fucking terrorists! Fucking terrorists! So good. You without the visa, I would stay in Broker. Fuck it, stay in Hove Beach. Everyone like us does.
That is my calf depot, cousin. It is where I make all the money. Es wird hier keine Einzelfolgen geben. Ne mogu da kažem, da imam. Cousin, it's been too long. You should have come out earlier. Think of all the girls you've been missing out on. Our country has women too. Yes, but only locals. Here we have white, black, the Puerto Ricans and the Asians, Europeans on vacation, scared Canadians, bored housewives from the Midwest. Every possible choice. The city is like a big Udermilken ice cream shop. 36 flavors of titty. Half beach is a little corner of Eastern Europe. Kako šamantno. Half beach, next to the docks. Mit Einzelfolgen meine ich mit An- und Abmoderation. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Ich merke jetzt schon, ein schwieriges Spiel zu Let's Play. Die labern ja die ganze Zeit nur, die Schweine. Wie soll ich denn da noch reden? Make yourself at home. What's mine is yours. Got him! Little bastard, if he paid some rent, I wouldn't care. Oh, ekelhaft. Oh, so nice. Oh, cousin, it's so good to see you. Oh, shit. Oh, I need to change anyway. So. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports cars? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here, and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches, I got the best pets. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here, all I needed was one good guy. One good guy I could do well, not... take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you leave home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man. Strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you. No, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Nico ist voller Weisheit. That is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat no, fuck? No way. Come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Ah! Oh, Jesus, this is like a rat shot in it. Nico, jeez. I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out about? The door, turn left, then the first left of the diner, go down I'm one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco about, Street. Man? It's really flash. We got lots of TDs and some incredible molders. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Yes, Vlad, sorry. Forgive me, okay? No, please don't cut my cock off, eh? Okay, but
Yes. Okay. Ah, Ruhe. Ein Moment zum Durchatmen. Vielen Dank. Ja, ja, das blinkende Haussymbol auf dem Radar zeigt den Eingang zum Apartment an. Hier kannst du das Spiel speichern. Wahnsinnig interessant. Ich persönlich liebe ja die GTA-Teile. Wenn du dich auf dem Bett schlafen legst, wird das Spiel gespeichert und 6 Stunden vergehen. Alter, der kommt mit 6 Stunden Schlaf aus. Das würde ich ja nicht hinkriegen. Das blinkende R-Symbol auf dem Radar zeigt dir, wo du Roman treffen kannst. Ja, nach der netten Begrüßung auf jeden Fall. Das, was ich möchte. Ist das immer durch? Kann ich mich bewegen? Ja, ja, ich will überschreiben. Ich habe natürlich schon mal angefangen, einmal kurz, um die ganzen Mods auszuprobieren. Und da sind wir auch schon bei Thema Nummer 1. Dieses Spiel sieht so natürlich nicht im Original aus, sondern ich habe ein bisschen gemoddelt. Was bei der PC-Version ja Gott sei Dank ohne Probleme möglich ist. Sonst sähe das hier alles nicht so schick aus, wie es aussieht. Nee, du kannst jedes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor deinem Versteck speichern. Parke deinen Wagen dort und steig aus, dann bleibt er für dich dort stehen. Ich bin begeistert, GTA 4. Um deinen Gesundheitszustand zu verbessern, kannst du Fastfood-Verkäufer aufsuchen. Zum Beispiel Hotdog-Stände. Alles klar. Der Kreis um das Radar steht für deine Gesundheit und kugelsichere Weste. Die linke grüne Hälfte zeigt deine Gesundheit. Wenn diese sich verschlechtert, verblasst das Grün. Die rechte Hälfte zeigt deine Rüstung. Nutze Shift links, um zu sprinten. So, was ich eigentlich sagen wollte. Das Spiel sieht so nur aus, weil ich beispielsweise installiert habe. Einmal eine Mod für höhere Texturen. Link dafür in die Beschreibung. Und einmal eine Mod, die verbessert alles so ein bisschen. Das ist der Eye Enhancer oder so ähnlich heißt der. Link dafür natürlich auch in der Beschreibung und wie man das installiert, wenn ihr möchtet. Denn ich hatte GTA 4 sowieso mal der Grund, warum ich dieses Let's Play gestartet habe. Jetzt ist da vorne die Bullerei, die möchte ich eigentlich nicht direkt ansprechen. Warum ich dieses Let's Play gestartet habe, wie gesagt, GTA 5 hat mich heiß gemacht und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, du hast GTA 4 mehr oder weniger gespielt, direkt als es rauskam. Mit mehr oder weniger meine ich, es lief so halb. Ich hatte damals eine ATI-Grafikkarte und das war ganz großer Shit. Ich schnapp uns hier direkt mal den Wagen. Alter, ja komm, häng nicht dran, du Stück. Außerdem nie gespielt habe ich die beiden Zusatzteile. Die beiden Zusatzteile namen The Ballad of Gay Tony und halt den anderen, der, wo es um die Rocker geht. Und das wollte ich unbedingt nachholen, aber da habe ich mir gedacht, mein Gott, GTA 4 ist so lange her, die Story, da hast du ja gar keine Ahnung mehr von, was da passiert ist. Kannst du eigentlich auch ganz gut mal eben zocken. Und dann dachte ich mir, ey, wenn du das sowieso zockst, warum nimmst du das dann nicht direkt auch noch mit auf und machst ein Let's Play draus? Vor allem jetzt, weil im Dezember sowieso nur Scheiße rauskommt. Also, gesagt, getan. Bisschen rumprobiert mit der Modderei. Gestartet. Aufnahmetaste gedrückt. Und hier sind wir. Niko Bellic reist nach Amerika, um das Geilste vom Geilen zu finden. Fette Autos. Fette Apartments. Fettes Geld. Fette Weiber. Ne, Moment. Geile Weiber. Aber das sieht ja alles ein bisschen anders aus, als er sich das vorgestellt hat, weil unser behinderter Cousin uns Scheiße geschrieben hat. Und den besuchen wir jetzt auch gleich mal. It's your call, heißt die kommende Mission. Come on, big guy, either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you! Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag! Jesus, Roman, you fucking idiota! How can I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, Miss. Mallory, this is my cousin I tell you about, Niko. Hi. Niko, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Vlad. Hey, Vlad! Great! You're fucking crazy, man! You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to lose. I know. I'm a fat prick. What can I do? Hey, you dance? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch! Never! I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true.
The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. Mm-hmm. Ho, ho. I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet! Ah, Vlad ist ein sehr, sehr, sehr sympathischer Typ. Great. Yeah, fantastic. Like, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Ooh, burn! Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Ja, get me settled, Junge. Nico, you're driving us to a hardware store on Dillon Street. Ja, wollen wir heute machen. Guck mal, wie die Autos hier aussehen statt im eigentlichen Spiel. Ich hatte ja den direkten Vergleich. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Außerdem gibt es hier mal eine direkte Straßennavigation, nicht so wie bei Far Cry 3. You going to build this mansion you tell me about? Oh, funny guy. We're going to get money. In America, you need money to do anything. You're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Ja, das wird bestimmt gut gehen. Titties! You can play, right? DC Dober, Uovo Igri? I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Never. Victor! Funny. No, I'm the janitor because I always clean up. I always win. Get it? Chistach, Naravno. I seriously hope your cards are better than your nicknames. Only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Here's hoping they don't show up, eh? We got loan sharks after us. Roman, shtase deshava. After me, and it doesn't matter anyway. When I've played this game, I'll have enough money to pay them back 10 times. Oni su slabiću i svakom slučaju. Ja, das wird bestimmt super funktionieren. Also wie gesagt, ich habe GTA 4 gespielt, schon ewig her. Ich kann mich an kaum noch was erinnern. Außer, dass Roman fucking Idiot ist. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Call me if some Albanian show up in some shitty beige Willard. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Niko Bellic. You and your debts, Roman. Uvek isto, nika drugačije. Das Symbol über dem Radar zeigt dir an, dass ein Kontakt in dein Telefon aufgenommen wurde. Telefon, glaub... Ah ja, genau. Telefon ging mit Pfeil nach oben, richtig? Oh, guck mal, das weiß ich sogar noch. Ich habe gespielt GTA 1, GTA 2, aber daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, weil ich da noch so unfassbar jung war. Und dann kam GTA 3 raus, ey. Scheiß die Wand an, war das eine Offenbarung. Es war so unglaublich. Damals, als ich immer mit meinem besten Freund Patrick zur Schule gefahren bin mit dem Fahrrad, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich da mal recht weite Strecken zurücklegen musste. Dann haben wir so geil gespinnt, was so das perfekte Computerspiel wäre. Ach, Roman, du... Ach! So quiet out here, Roman. You winning? Molinte rezi da. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Miss McCool. Und da haben wir jetzt überlegt, was so ein richtig geiles Videospiel wäre. Und dann haben wir gedacht, so wenn du so dich frei durch eine Stadt bewegen könntest, quasi so ein bisschen wie GTA, aber in 3D. Und dann BÄM! GTA 3. Alter Vater, ey, war das einfach nur geil. Ich spiele das immer noch gerne. Es gibt ja mittlerweile sogar für Telefone und Tablets, was super geil ist. Ruf Roman an und warne ihn. Okay, wie mache ich das? Suche Eingabe. Telefonbuch Roman. Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. All right, I'm coming. Shit, Nico, it's them. They must have been told I was here. You're in much trouble, Bellic. Remember, do not hurt the loan sharks. The debt will just increase. Get us back to the depot, quick! Ja, no problemo. Schalte die Kreditteile ab. Ja, auf jeden Fall, seitdem bin ich echt in love mit GTA-Teilen. Vice City war einfach nur awesome. San Andreas, es ist so geil gewesen. Und dann kam irgendwann GTA 4.
You're a distinctive man, Roman. That is why the ladies love me. Fuck those Shylocks, they'll get their money. They just have to wait. We should stand up to them. Gidetti e bonus. Nico, you're new. You don't understand the way things work. Oh, yeah? Oh. We are at the bottom of the ladder, man. These thugs push us around, but they are not to be feared. It is the Russian mobsters, Vlad's bosses, that run everything. Be careful of them. You tell me to behave, Mr. Janitor? If you understand it all, where is the money? I lost it this time, but when I go back, the last thing they will expect is for me to take everything. Then I really will clean up. Poveravachu, God vidim, Roman. Boah, würde mich das anzacken, wenn ich so ein Familienmitglied hätte, was mich so fertig machen würde. Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. Und dann kam halt, wie gesagt, irgendwann GTA 4. Und ich habe noch nie gesehen, dass bei irgendeinem Spiel die Presse allein so krass abgeht. Also das habe ich das nächste Mal erst wieder bei Modern Warfare 2 gesehen. Ich meine, jeder hat darüber berichtet. Spiegel, Bild, vollkommen scheißegal. Jeder hat über GTA 4 berichtet. Es sah für die damalige Zeit nicht nur unfassbar genial aus. Man konnte halt diese Stadt, man kann diese Stadt Liberty City hier frei befahren. Man kann im Internet surfen, Fernsehen gucken. Aber das ist ein Latter für ein blauer Typ, wenn ich fragen darf. Möchte ich mir mal kurz angucken. Weil das weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, was so blaue Typen sind. How you doing? Good. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious system, comrade. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go and mind self for 50 years. You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. Tell you what, have $100 on Uncle Sam, Benjamin motherfucking Franklin. Freedom! This Coke is okay. Ach so, die blauen Typen sind Leute, die mir Geld geben. Finde ich gut. Meine ersten $100. Wobei, ich hatte schon ein bisschen Kohle. Jetzt habe ich 155. Ich bin absolut begeistert. Ja, auf jeden Fall riesiges Medienecho. Das erste Mal, dass halt über so ein Spiel so unfassbar riesig berichtet wurde. Oh, ich habe eine Textnachricht erhalten. Scheiße, ich brauche Hilfe. Komm zu mir ins Depot, Mann. Schnell. Roman. So ein fucking Vollidiot, ey. Ach, ich weiß noch, dass der Typ mich aufgeregt hat in dem Spiel. Aber ansonsten war es geil. Na komm, Roman, was willst du, Bastard? Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend, he's my loan shark! Stop this! What are you? Who are you? Get out of here. What? Yes. My arm! What about you? Help me! Come on, Supak! Blender! Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You have been in pricks? Strong! Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this! Assholes threatening Shut me! Shut up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful! Yeah, great! Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? What? Well, why would you want me then? Well, screw you then! Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap. My computer and everything. Ja, das war nur dein Bildschirm, Roman. Die sind nicht so teuer wie ein Computer. Alles easy. Trotzdem hasse ich dich, du abgefuckter kleiner Wichser. Weißt du, die Leute, die, wo man weiß, die labern die ganze Zeit nur Scheiße um Scheiße um Scheiße. Furchtbar. Kein wahres Wort.
Drücke Rad vor oder Rad zurück für Radiosender. Oh ja, Radiosender. Bin ich ja immer gespannt, ob ich das hier so ohne Probleme machen kann, ohne die GEMA zu killen. Ganz, ganz viele Radiosender. Und irgendwie mag ich den Radio Broker. Ich weiß noch, dass ich den irgendwie während meines ersten... Oh, sorry! Den Kopf sollte ich vielleicht erst loswerden, bevor ich mich hier kümmere. Ihr seht jetzt unten links, gibt es einen schönen Kreis. Und dem muss ich entkommen. Das macht die Sache auf jeden Fall besser, wenn ich ganz viele Leute töte. Wir fahren einfach mal hier rum. Auf jeden Fall, GTA 4 war ungefähr so eine Offenbarung wie GTA 3. Ich meine, GTA 3 war halt fett, auf jeden Fall, war unfassbar genial. Aber Vice City beispielsweise und San Andreas waren ja beide die gleiche Grafik-Engine. Ich meine, es wurden so Sachen hinzugefügt wie die Möglichkeit zu schwimmen und so weiter und so fort. Alles schön und nett. Aber jetzt hier, GTA 4 war ein Quantensprung, der seinesgleichen sucht. Im Bereich Open World und generell Storytelling. Also wie gesagt, es war fett. Verpisst euch mal hier, Bastarde hier. Und ja, GTA 5 kommt nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, es wird wieder nicht so ein krasser Quantensprung, weil es immer noch die gleiche Konsolengeneration. Aber ich freue mich trotzdem unwahrscheinlich drauf. Und ja, da ich sowieso die Add-ons spielen muss, wird jetzt GTA 4 erstmal gezockt. Erstmal die Freundin von Roman. Hey Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, how are you? I live on Michelle. You know where that is? Ich bin Nico Bellic, ich bin gerade erst hier, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Aber mein Brain hat ein eingebautes Navigationssystem, deswegen... Stop it, girl! You're both single, you're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get it. Sagt sie, die mit Roman zusammen ist. Dazu sage ich jetzt mal überhaupt nichts. Kann man sich nur... komm her. Ich reg mich mal viel zu sehr über den auf. Gerade erst am Zeug. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Alles klar, Michelle. Oh, fahren wir nicht eine geile Karre, ey. Ich habe das Gefühl, dass wir uns langsam was Neues besorgen müssen. Oh mein Gott. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hull. Na, ja, warte denn, ey? Ich hab eine geile Jogginghose, womit ich in der Öffentlichkeit rumlaufe. Also, das hat ja wohl Stil ohne Ende. Bevor ich zu dem komischen Laden gehe, brauche ich eine Karre. Hier sind gerade viele Karren, das ist schon mal gut. Oh, sportwagentechnisch ist hier nicht allzu viel am Start, oder? Okay, weiter auf der Suche. Klamotten ziehen wir und gehen wir. Ja, geil. Rot mit gelben Felgen. Das ist ja toll. Und nochmal. Ja, also, das Spiel ist natürlich eben schon was älter. Kein Wunder, dass man dafür Grafikmods braucht, damit es noch richtig geil aussieht. Aber kann immer noch was. Ich meine, das war damals eine ganz schön krasse Sache, so eine offene Welt so hinzubekommen. Ich meine, mittlerweile hat man beispielsweise Far Cry. Das hat natürlich ein bisschen eine andere Qualität. Ja, aber Far Cry ist halt nicht GTA, ne? Ah, wisst ihr was? Der sieht doch ganz gut aus. Oh, der sieht aus wie ein Mercedes. Ich mag Mercedes. Ja, wenn der nicht Classic ist. So, den Wagen möchte ich jetzt nicht kaputt machen. Das wird sowieso nicht funktionieren. Oh, jetzt habe ich ein Navigationssystem mit drin. Ja, klar. Oh, LPD. Ne, LCPD natürlich. Liberty City Police Department. So, lass mich durch. Ich bin der Pete. Turn left. Kein Problem, bitch. Ja, ja, ja. Oh, da hinten möchte ich... Ja, egal. Machen wir ein anderes Mal. Man hat so viel vor in diesem Spiel. Man kann so viel Bullshit machen einfach nur.
Aber jetzt gerade am Anfang möchte ich mich ein bisschen auf die Kommission konzentrieren, deswegen, damit ich so eine Grundausrüstung bekomme, sage ich mal. Ich habe ja jetzt immer noch nicht mal eine Waffe, zum Beispiel. Und ich kann, bei mir sind auch noch keine Waffenläden freigeschaltet. Deswegen gibt es am Anfang erstmal Missionspalaver. Ich meine, natürlich werde ich mich beim ganzen Spiel über primär auf die Missionen konzentrieren. Aber man kann in Liberty City, glaube ich, schon so ein bisschen... Oh, sorry. Aber ich glaube, da war keiner drin. Hey, Gott sei Dank. Ich glaube, man...